Howdy Folks und willkommen zurück zu Coral Island. Und unser Haus ist vergrössert worden. Schrottbogen. Wow. Ja, Blackie sieht heute glücklich aus. Können wir auf jeden Fall nicht gedanken. Hallo, Turteltäuben. Du freundest dich aber schnell mit allen an. Oh, übrigens, Rucola, du weißt das vielleicht nicht, aber wir haben hier auf der Insel eine Tradition. Wenn du daran interessiert bist, bei deinen Beziehungen über Freundschaft hinauszugehen, musst du demjenigen nur dein Interesse zeigen, indem du ihm ein Medaillon gibst. Ansonsten bleibt dein Freund nur das, ein Freund. Aber denk daran, Rucola, nur bestimmte Personen sind bereit, ein Medaillon anzunehmen. Einige Inselbewohner sind bereits verheiratet oder einfach nicht an Liebesbeziehungen interessiert. Bitte vergiss das nicht, wenn du ein Medaillon verschenkst. Muss ich ein Medaillon kaufen? Paprika. Öffnungszeiten. Ich habe noch nicht sehr aufgeräumt auf meiner Farm. Das ist mein erster Paprika. Da haben wir das nämlich mit dem Sand. Das sind 6 Sachen. Ladies. Ja. Hey, jo. Nur ein Ei, ein kleines Ei. Höre euch. Ja. Ich habe geschaut.
Der Herbst rennt jetzt schon an. Ein Schild mehr brauchen. Craften. Steine nehmen. Schrottruhe. Gras weg. So. Das hat kein Wert. Noch nicht zu hart, wenn ich nach die grösseren Sprinkler habe, muss ich jetzt ausrechnen. Also, Lämmers. Ist auch verkauft. Samen für den Winter. Den habe ich ja auch schon frei. Klosett. Ich habe leider die Silberessenz noch nicht mehr. Spendet. Spendet.
Samstag ist ein guter Tag, um sich frei zu machen. Jedenfalls kann ich nicht effizient arbeiten, wenn ich nicht ab und zu eine Pause einlege. Vielen Dank dafür, der Insekten. Nun ja, klar, arbeiten ich noch immer freiwillig in der Schule. Im Sommer, im Herbst, das ganze Jahr über. Ah, du bist so süß, ich danke dir. Oh, ein endloses Meer an Büchern, auf dem man auf dem winzigen Boot der Zeit segeln kann. Ich hoffe, das war nicht zu viel Mühe. Ich nehme es an. Vielen Dank. Ach, du meine Güte. Emily, grüß mich. Ich danke dir, meine Liebe. Es ist sehr freundlich. Wir hoffen. Luca, perfektes Timing. Könntest du uns damit bitte helfen? Luca, du bleibst da unten und hältst nach Problemen Ausschau. Charles, du drehst dich von hinten um und Millie, du schiebst von der Mitte aus. Drehen! Scott, es dreht sich nicht mehr. Das wird es, wenn wir alle zusammen drehen. Komm schon, dreh dich! Scott, hör auf, drehen zu sagen. Das Sofa rührt sich nicht. Nur noch ein Versuch, dreh dich! Alles klar, Mist, es rührt sich wirklich kein Millimeter. Rucola, von deiner Position da unten, was meinst du? Ich glaube, es ist nicht nur fest, wir sollten das anders angehen. Habt ihr schon daran gedacht, es noch ein letztes Mal zu drehen? Vielleicht sollten wir einfach eine Umzugsfirma rufen. Vielleicht hast du recht, Millie. Alles klar, bringen wir es wieder nach unten. Ja, das war dann wohl nix. Danke, dass ihr es probiert habt, Leute. Ich schätze, manche Dinge sollten sich einfach nicht drehen. Thank you.
Du hast mich erschreckt. Wohin gehst du? Ich war gerade auf dem Weg zum See. Ich habe gerade Lilly gesehen. Bist du frei? Ja. Cool, komm mit. Suchen wir Lilly. Fragen wir sie, ob sie uns mit dem Computer helfen kann. Der, den ich in der Bücherei kaputt gemacht habe. Du weißt schon. Zum Glück hat Milly ihn noch nicht benutzt. Dieser Stress ist nicht gut für mein Herz. Ha, wir sollten das besser bald in Ordnung bringen. Ja, ja, mach dir keine Sorgen. Ich werde Milly davon erzählen. Es wird ihr leichter fallen, mir zu verzeihen, wenn ich ihn repariert habe und er wieder läuft. Augen auf das Ziel, Rucola. Los geht's. Hey Lilly, siehst gut aus. Was ist denn? Scott hat einen Computer kaputt gemacht und kann ihn nicht mehr reparieren. Ja, der Computer der Bibliothek ist kaputt. Ich habe ihn kaputt gemacht, Rucola. Hat versucht, mich zu decken. Danke, Rucola. Sicher? Aber ich verspreche nichts. Ich werde mir das mal ansehen. Vielleicht kann ich etwas tun. Du rettest uns das Leben. Danke. Ich berechne 400 Gold pro Stunde. Wer bekommt die Rechnung? Hahaha, sehr lustig. Das war kein Scherz. Nun, ich... Das war ein Scherz, keine Rechnung. Es ist wahrscheinlich kein Ding. Los geht's. Moment mal. Oh, er funktioniert. Oh, er läuft wieder. Leute, ich nicht zu früh, Scott. Jungs, was macht ihr denn hier? Okay, Milly, flipp nicht aus. Ich muss dir etwas beichten. Neulich habe ich den Computer benutzt. Ich habe nur meine E-Mails gecheckt, aber dann wurde ich neugierig und schnüffelte in Ordner herum. Ich suchte nach meiner jährlichen Beurteilung. Ich war nervös, weil ich wissen wollte, was du über meine Arbeit denkst. Ich weiß, dass ich das nicht hätte tun sollen. Es tut mir so leid. Ich werde es nie wieder tun. Oh, wow. Okay. Ja, das hättest du nicht tun sollen, Scott. Das ist eine Verletzung der Privatsphäre. Aber ich weiß es zu schätzen, dass du mir die Wahrheit sagst. Und übrigens, du hast nichts zu befürchten. Außer einer tollen Beurteilung. Nun ja, zumindest vor deiner Schnüffelei. Aber warum seid ihr hier? Für euch gibt es keine Beurteilung. Offenbar ist der Computer abgestürzt, als er herumgeschnüffelt hat. Ich bin hergekommen, um ihn zu reparieren. Ich habe allerdings keine Ahnung, was Rucola hier sucht. Ich bin hier, um Scott emotional Beistand zu leisten. Oh, ich verstehe. Zum Glück ist jetzt alles repariert. Eine Sorge weniger.